Hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier immer noch zurück zu zu Arma 3 Bjørnholm Live. Ja, bei mir ist es jetzt noch ein bisschen, gibt's hier ein Krankenhaus, verschwommen, weil die Herrschaft mich ja nur noch unbedingt anschießen mussten. Ein Krankenhaus in der ADAC gibt's ja. Okay, Krankenhaus, da muss ich auf 75 live noch bleiben, ey, meine Fresse. Und ja, zusammen mit dem Erwin von der Vogelweide. Das bin ich, hallo. Gut. Ja, die DOL-Leute, ja, die Lobbyisten, falls ich einer sagt, Moment, das waren doch mal Heroes, das waren auch Heroes, ohne Frage. Aber haben dann halt einfach mal die Seite gewechselt, muss aber sagen, die sind wenigstens noch umgänglich, wenn der Hubschrauberpilot mal lernen würde, höher zu fliegen. Mhm. Also liebe Jungs, wenn ihr das hier seht, sagt mir mal, sagt euren Dings da Bescheid, der soll da was machen. Vor allen Dingen, hier steht ja auch noch ein LKW. Oh, da liegt ein Toter drin. Nicht schlecht. Der wurde auf jeden Fall im Auto erschossen. War das jetzt L-Kommandante, ja? Nee, L-Granat, L-Granat, schieß mich tot. Kriegt von mir 2001 Cent. Davon gehen 200.000 und 1 Euro, also 200.001. Davon gehen 13.333 als Gebühren ab. Das ist die Überweisung oder was? Ja, ja. Wo müssen wir hin? Drüben gleich. Da wo ich eingeparkt hab. Ach, hier ist es so gleich? Ja. Hm. Deswegen war halt das Problem mit der Tankstelle und mit dem hier. Hm. Ja, wenigstens. Wenigstens noch rechtzeitig erkannt, dass es auch die Jungs sind. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen. Raffinerie, raffinerieren. Du hast nicht genug Öl dabei. Hä? Dann möchtest du was einstecken haben. Ja. Ja, ich sag mal, gut zu reden, das passt schon. Beruhig dich doch erst einmal. Ich war doch ganz ruhig. Du klappst, Leon. So schön, aber holst du die Waffe, holst du das, wenn du es auf den Rücken trägst, du Klapser. War voll ruhig. Ehrlich? Ja, okay. So ist nicht mal deeskalierend wirken. Naja, anschreien vor allen Dingen. Ja, hilft der Deeskalation bei? Oder nicht? Das war gewesen, als gesagt, bleib doch mal ruhig. Hier, just mein Bonbon, ich hab da was dabei. Und jetzt setzen wir uns mal hin und chillen erstmal und dann können wir reden. Wir bedanken uns für Ihre Kooperation, MFG. Ja. MFG, was will er mir mit MFG sagen? Ja, was denn wohl? Ja. MILFs. Mit freundlichen Grüßen? Ja, ich dachte, jetzt kommt wieder mal so ein schöner Spruch von dir, aber gut, das versaut. Ich kann nicht alles ins Dreckchen ziehen, das geht auch nicht. Hast selber gesagt, wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, ja. Ja, doch nicht. Ja, und damit habe ich alles. So, füllen wir einfach aber alles rein und da habe ich jetzt einstecken 10 Kerosin und noch 10 Kerosin im Tanker, sind also insgesamt wie viel? Das unendliche Geld. Dank der Ebenfalls. Sind ca. 172.000. Sound muted. Sound resumed. Okay. Die ich bei mir drin habe. Oh, da hat schon wieder jemand abgeschlossen. Ja, ja. Macht er jetzt ein Battle oder was? Hey, oh, jetzt hat jemand hinten den LKW weggenommen. Wahrscheinlich hat sich da einige respawned und kommt jetzt sein LKW wieder abholen. Hm. So, ich markiere jetzt schon mal die Strecke. Okay, uns schon mal. Das Ölverarbeiten geht ja wirklich schnell, also Halleluja. Ja, ja, das ist, also ich muss sagen, also vom Geld her, ich kann mir nicht, also mit Stahl finde ich komplizierter. Muss ich ehrlich sagen, erstens muss ich zu zwei Minen, dann muss ich zu zwei Verarbeitern fahren und dann noch zum Stahl und zum Stahlhandel. Hm. Das ist, ich finde, Öl geht auf einem höheren Level dann deutlich fixer. So, wir fahren wieder hier lang, dann fahren wir denn dann weiter? Ja, dann setzen wir uns hier mal einen Punkt oder mal Gruppen, damit du das siehst.
Nee, 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 nee. Gut, das Öl kann ich wegschmeißen. Hurra. Gut, 22 Kerosin habe ich. Du? 20. Haben wir 40? Naja. Wieder mal im größeren Ausmaß machen. Naja, egal. Ich esse gerade mal noch was. Ja, Alter, dieser Verwundeneffekt, Alter. Das ist so nervig, Alter. Wir fahren jetzt erstmal wieder in. Ich mag immer das mal einfach so. Aber man muss es jetzt auch mal aus der positiven Seite sehen. Es hätte schlimmer eskalieren können. Ja, wo er schon ständig jetzt noch anschreien können. Soll sich gegenüberstehen, schmeißt die Waffen weg, wir regeln das mit Schreien. Ja, ja. Also ja, das war natürlich was gewesen. Aber der mich angeschossen hat, hatte ich dann ja gegen die Holztiere, also durch die Holztiere geschossen und der stand scheinbar auch da, ne? Ich weiß nicht, wie ich ihn getroffen habe, aber. In die Rübe! Naja, das wäre jetzt noch wieder eskaliert. Ja. Ja, oh, das ist das eine Ding, ich war ja in der Scheune drinnen, der eine, der kam ja mehr oder weniger rein. Ich hätte natürlich auch sofort schießen können, wisst ihr, aber. Aber ganz ehrlich, war das eine blöde Idee, sich dort hinzustellen. Ja, ja. Weil deckungsmäßig war so gut wie nichts da. Deckungsmäßig? Das war so voll eingekesselt. Richtig, richtig. Null Entkommenschance. Aber wenn ich das vorhin so gesehen habe, hat sich ja, wo wir dann weggefahren sind, hat er sich verbunden. Also habe ich ihn definitiv getroffen. Kommt aber darauf an, wie knapp. Na ja, gut, ich hätte gesagt, selber schuld, ne? Wenn er durch die Türe schießt und ich schieße dann durch die Türe, kann ja mal einer sterben. Sorry, ich war erschrocken. Richtig. Ich habe ganz näher zwischen Finger. Also ein Helium vom Tigerentenclub, den will ich auch haben. Naja, alleine nur um nicht zu schrotten. Kann ich ja gleich nochmal anschreiben. Willst du das beim Fahren machen? Ne, ne. Schreib mir ja jetzt nicht. Das kann ich gar nicht beim Fahren. Geht ja nicht spätes. Hm. Na trotzdem, du musst mir zugestehen, ich bin ebenfalls. Im Moment. Alter, wie oft spielen denn die hier schon? Heute das erste Mal, oder? Scheinbar. Du musst zugeben, ebenfalls ein Armer. In Sachen Deeskalation, ne? Mhm. Ja, dafür nicht vorhin sonst bei der Polizei sein gesetzt. Mhm. Ich wirke auf die Menschen in solchen Situationen sehr ruhig. Mhm. Weil ich mache denen klar, was mein Standpunkt ist, die machen klar, was ihr Standpunkt ist. Und dann wird geschossen. Und dann muss man auf dieser Basis eine gemeinsame Lösung finden. Ah. Wenn das nicht funktioniert, muss irgendjemand auf die stille Treppe. Richtig. So, und so friedlich war das gelöst. Ja, aber sagen wir mal so, wendet ja im Endeffekt die richtige Bullenpolizei, wendet das ja auch an. Und das wenden wir ja teilweise auch an. Das muss man sich mal überlegen. Da wurde ja auch schon öfters mal, ich wurde nicht um gebeten, aber da wurde eine kleine Beschwerde eingereicht. Wegen Schreien. Wenn du in Real Life von Bullen oder von irgendwas gestürmt hast, die kloppen, die klingeln nicht an der Tür und sagen Hallo, SEK, sondern die schreien dich auch an. Das hat ja auch hat ja auch was mit Überraschungseffekt zu tun, ne? Ach, schreien ist überraschend? Scheinbar. die schreien ja nicht aus sinnlosen Grund, weil sie gerade mal Laune dran haben, sondern es hat ja einen Grund, warum die rumschreien. Sie brauchen nicht zu schreien, die Überraschung ist schon längst vorbei. Aber du weißt, wie ich es nenne. Ja, ne, die modernen Bullen machen nichts mehr mit Schreien, die schreiben vorher eine SMS und schon hast du es angekündigt. Halt die moderne Welt, ne? Kurz WhatsApp und dann zack, vorwärts. Auf jeden Fall. Weißt du, das Schreien hat ja, wie gesagt, hat ja einen psychologischen Hintergrund. Naja, ich sag mir immer, wenn du jetzt so hingestanden, ja, was möchtet ihr denn? Wirkt das doch ganz anders, wie habe ich das so schön gesagt? Du kannst das so gut zitieren. Hat auf mich halt ganz anders gewirkt. Ja? Ja, zitiere mich doch mal. Klapslohn, Klammerwort. Siehst du, und das wirkt doch ganz anders als wie, ja, in Ordnung. Ja, aber viele sehen das schon wieder als Beleidigung und dadurch schaukelt sich das hoch. Normalerweise sonst als Bulle, da wird auch immer erstmal ruhig geblieben, damit es
keine übermäßigen Reaktionen gibt. Hast du die Punkte auf der Karte gesehen? Ja, ja. Zumal ich sehe dein Hexagon. Ich rede davon, ob du die Strecke auch selber siehst. Ich kann ja hier auch irgendeinen Quirsinn fahren. Achso, ich sehe die Strecke auch selber, ja. Und ja klar, als Bulle schreie ich jetzt auch nicht sofort rum, aber gerade in solchen Situationen, weil wenn du da so verweichlicht ankommst, wissen sie, du bist leichte Beute. Wenn du aber da dementsprechend, ist meine Meinung, wenn du da dementsprechend ein bisschen aufmuckst, oder? Das ist die, fragst du best eine Kugel in der Rübe. Ach. Die sagen ja gar nichts, puff. Ja. Weißt du, also, es wirkt schon anders, wenn du denen so wenn du denen auch aggressiv entgegenkommst. Da wissen sie wenigstens, wo sie dran sind. Ja. Du schaukelst ganz schön. Ich weiß. Das liegt daran, ich wollte mal versuchen, ein bisschen sputsparender zu fahren. Ach so. Und hab mehr Luft in die Reifen gelassen. So schön. Durch die Auflagefläche von der Reifen verkleinert sich. Ich habe dadurch einen längeren Bremsweg. Aber der Sprit ist natürlich deutlich weniger. Wieder was gelernt heute da. Dann wird beim LKW 9 Bar wieder ein mehr drauf oder weniger. Bei weniger steigt natürlich der Spritverbrauch und du hast das Problem, dein Reifen wird schneller heiß und manchmal so heiß, dass er anfängt zu brennen. Oh, das ist verkehrt. Was macht man, wenn der Reifen brennt? Weiterfahren. Auf jeden Fall. Oder ist das so, oder? Ja, weiterfahren, bis er abfällt. Ansonsten fackelt dir die ganze Karre fort. Weil ja dann noch mehr Sauerstoff und naja, dann geht's natürlich richtig rund. Da. Ja, aber alle Angaben, liebe Zuschauer, ohne Gewehr, auch was die Deeskalation angeht. Ich dachte, wir hatten Gewehre. Wir hatten auch Gewehre. Ich hatte es ja auch draußen. Ich habe ja auch geschossen, falls du das nicht gehört hast. Ja, ich hätte das anders gelöst. Ich wäre erstmal dort gar nicht stehen geblieben. Hätten wir uns im Wald versteckt oder was? Nö. Dahin gefahren. Was? Dahin gefahren. Achso, okay. Beim um die rum hätte gesagt, mein Gaspedal klemmt. Tut mir leid. Wie soll ich ihn hier anhalten? Dann machen wir mal richtiges Roleplay. Was? Ich versteh's nicht. Mein Gaspedal klemmt. Richtig immer weiter im Kreis, Alter. Der ist am Ende so verwirrt, hat so ein Drehbohr mal der Haut von ganz alleine ab, wenn es da geht. Was brennt ihr Bizeps? Ja, ja. Oder sagst du, mein Holzbein, das klemmt auf dem Gaspedal fest, ich krieg's nicht mehr raus. Das ist so eine richtige Sperre drin. Nee. So eine Lenkradsperre. Ja, die Halle sollten wir uns auf jeden Fall kaufen. Also hatte ich zumindest vor. Bleib einfach mal dort stehen. Weil sonst weiß ich am Ende wieder nicht, was du meinst. Achso, du bist ein Stück dahinter. Jetzt hier, wo du runterfährst, siehst du die Halle? Ich bleib dort mal stehen. Du bleibst dort nicht stehen. Haben wir schon wieder überfallen? Ja, ja. Ja, was ist mit der Halle? Wenn du die kaufst, ist es ein ideales Zwischenlager für Kerosin. Falls der Preis am Sinken ist und du hast nur 7000, dann lagerst du hier erstmal dein Kerosin ein. Und wenn der wieder steigt und du brauchst mal dringend Geld, holst du das dort ganz fix raus. Und auf der Zwischenstrecke vom Öl, vom Ölverarbeiter zum Beispiel, habe ich auch eine gute Halle gesehen. Und auch vom Ölverarbeiter dann zum Kerosinhändler, da fährst du ja oben rum. Die Strecke, die wir jetzt komplett nicht gesehen haben. Also sprich von dem Hähnöl, es gibt ja zwei Ölfelder auf der Karte. Gerade mal gucken, wo sind wir da jetzt? Auf der Karte circa, weil das ist immer so eine Sache, hier was zu finden. Also siehst du noch die da? Schwarzen Punkte. Ja, ach Erwin von der Vorreweih, dann dort ist eine Halle? Ach die dort, ja. Ja, oder? Und das ist halt beim Öl genauso, da steht sogar ein schönes Haus noch daneben, also richtig gut. Es gibt Haufen gute Hallen, also wenn du das taktisch gut löst und bist zu zweit oder zu dritt, da kannst du ja so viel Kohle machen, allein in 4 Stunden. Das ist nur ein logistischer Aufwand, ein bisschen. Ja, ich könnte sie leider jetzt nicht kaufen. Ja, ist ja egal, du hast eh keine Kisten oder so. Ist ja egal, ich hätte sie jetzt trotzdem gekauft, aber mir kam die Meldung, sie besitzen schon 3 Gebäude, sie dürfen nicht mehr besitzen. Achso, ja. Die Eigentumsurkunde, es sind quasi nur 3 Gebäude, aber nur gerade 3 große Gebäude oder zählt auch eine Garage einzeln? Da erzähl du, ich habe ein Haus und 2 Garagen. Achso. Ich hatte eine Garage, aber die ist mittlerweile wieder weg, weil ich hatte keine Zeit zum Geld verdienen. Ich habe zwar ein bisschen Geld, aber. Naja. Nicht so viel. Nicht mehr viel übrig. Und ich wollte mir auf jeden Fall eine Tesla zulegen, weil ich einfach mal auf so einer großen Hauptstraße landen will. Bei Flugzeug bin ich viel zu selten. Guck hier, hat.
Definitiv, guck hier, beste Anzeichen, hier hat schon mal einer verkauft. Hier wurde nämlich schon mal ein Zaunblatt gefahren. Hm. Also einfach durchheizen. Gut, es muss nicht sein, dass da jemand verkauft hat, es kann auch einfach sein, dass... Nee, das fällt nicht einfach so. Nee, ich rammel da auch gelegentlich mit der Bullenkarre halt durch, wenn ich ja tanken muss. Na, sehr schön. Hm. Da kannst du aber nicht tanken. Hm. Hier ist nur für Flugzeuge. Ja, nee, es gibt auf dem Airfield gibt es noch Dings hier. Diese Servicestation und dort kannst du dein Heli reparieren und an der Tankstelle kannst du aber auch dein Fahrzeug auftanken, das geht. Du musst das Fahrzeug nur in einer gewissen Position hinstellen. Du würde ich sagen, hast ja den Preis, was die dir abgeknüpft haben, gleich wieder rein. Ja. Und dadurch, dass wir zu zweit sind, haben wir sogar noch mehr. Also bitteschön, mein Ausweis. Weil es mich aber interessiert. Ah, ne, ich dachte, du überweist mir jetzt auch Geld. Verdammt! Ja, das Geile ist, ne? Was ist das sogar? Ja, ich kann meinen Namen nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Gib mir dann aber seinen Ausweis, wo der komplette Name draufsteht. Ja, ja, zeig mir mal deinen Ausweis. Ja, warte, ich bin am Verkaufsfenster. Ja, Kohle wieder rein, also für sowas hab ich jetzt an Kohle gekriegt. 186.000 halt, ne? Ja, ich hab 186.000. Das ist halt das, ne? Es steht zwar da in Nationalität Dänisch und so, aber was da fehlt, ist eigentlich, da müsste noch drin stehen Hero, Rebelle. Das wäre halt noch gut. Das ist leise so. Das ist kein dufter Typ. Ja, Admin Request, DOL Klaus Sousa. Bei mir ist kein Geld angekommen. Wir wollten es doch auf die Hand machen. Was schickst du mir dann eine Admin Request? Was schickst du uns da eine an Klaus Huse. Das ist am falschen geschicktes Geld? Nee, jetzt hat er geschrieben, sorry, falscher Empfänger. Wir fahren gleich mal hier zur Dings, bitte zum Hangar, da können wir die Fahrzeuge auch einpacken. Ah, okay. Und da ist auch gleich ein Dings. Nee, ja doch. Doch. Person am LKW-Händler Waffenholz und mit erhobenen Händen rauskommen. Stell mal deinen hier ab. Oder lagern mal ein, dann steig mal bei mir ein. Jetzt haben wir noch die Kohle-Ei. Ja, die Kohle noch einzahlen, ne? Ja, deswegen, schaff das Ding erstmal weg, pack das Ding erstmal weg. Hab ich schon. Bist du drin, oder? Jo. Ja, was du hast gesagt, sorry, falscher Empfänger. Also hast du er hat uns jetzt eine Admin Request geschickt, was das wegen der Kohle soll, bla bla bla. Da hatte ich dann schon vorbereitet, hab geschrieben, was schickst du uns da eine Admin Request und im gleichen Moment kam wieder eine Request von denen, sorry, falscher Empfänger. Als wir Gott wollte nicht an Admins schicken, sondern halt an irgendeinen anderen Typen. Aha. Richtig. Kann mal in den besten Häusern vorkommen. Meine Freunde, wir sind fertig für den Bad und auch jetzt schon fürs Kerosin. Hm? Ging ja doch ein bisschen schnell, das waren jetzt Dienste. Ja gut, oh, leider nur 3 Folgen. Oder ist es schon die 4., ich weiß es gar nicht. Bist du der 3. Eins hin, eins dort, ja. Dadurch mit einer Überlänge. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Was wollen wir als nächstes zeigen? Ja, dann als großes Teil bleibt ja dann eigentlich nur noch die Krabbenindustrie. Die Krabbenindustrie. Spezialitäter. Bis dann, meine Freunde, haut erstmal rein. Tschüss.